Willkommen zurück bei den Making-of-Shortcuts von Homesick. Hier geht's um die dritte Drehwoche. Wir haben gerade Drehschluss, im Hintergrund wird abgebaut, alle wollen nach Hause, es war ein ziemlich anstrengender Drehtag. Was sonst alles so diese Woche passiert ist, seht ihr hier. In die dritte Drehwoche sind wir gestartet mit einem riesengroßen Bauchweh und einer riesengroßen Unsicherheit, weil uns am Ende der zweiten Drehwoche ein Motiv weggebrochen ist. Das hieß jetzt von kurz auf knapp ein neues Motiv finden, und zwar buchstäblich, wirklich in letzter Sekunde haben wir es dann auch gefunden. Und zwar eine Schule in Berlin-Pankow, die auch gesagt haben, überhaupt kein Problem, wann wir drehen wollen, Sonntag war überhaupt kein Problem für die. Der Schulwart ist gekommen, hat uns aufgesperrt, am Abend wieder zugesperrt. Also manchmal gibt es sozusagen Glück im Unglück. Und Licht? Wir haben dort die Szenen mit unserem Cello-Lehrer gedreht, mit dem Janosch. Das war ganz schön eigentlich, weil wir da auch einen gepackten Probetag haben, wo wir all die vier Szenen, die er und Jessica, also Esther als Jessica, gemeinsam hatten, geprobt haben und jetzt eben dort gedreht in einem ganz anderen Motiv. Da sieht man ganz schön die Entwicklung, wie sozusagen aus der Probe da entsteht mal was, da hat man Grundstock und wie das dann aber in der Szene, im Motiv, am Set selbst nochmal ganz anders wirkt. Und bitte. Es gibt ja diese eine Szene, in der, die quasi ganz am Filmanfang steht, in der das Pärchen einzieht in die Wohnung. Die Wohnung demnach noch komplett leer ist und man sie von draußen hört und sie kommen langsam rein und tragen ihre ersten Sachen rein. Und man denkt sich, das ist total, oder so habe ich mir das beim Schreiben gedacht, das ist ja total einfach, da haben wir einfach eine leere Wohnung und stellen dann, und die tragen dann quasi die ersten Requisiten auch so rein. Wie das sich dann beim Dreh gestaltet hat und dass es doch viel aufwendiger war, kann man sehen, wenn man sich diese Bilder vom Set anschaut. Aber dann was ganz Tolles, und zwar in der Küche, das ist so ein multifunktioneller Raum. Und zwar, komm mal rein, hier gibt es einmal Ausstattung und hier gibt es Catering. Das ist Licht, wenn du mal da drunter guckst. Guck mal, da gibt es sogar Maske und Kostüm, wird hier auch gemacht, das ist total toll. Da hinten, Schauspieleraufenthalt, die kleine Ecke mit dem Wasserkocher. Und dann hier an der Rampe vorbei, ach, hier steht noch ein Dit, das stimmt, das ist der Hauptarbeitsplatz. Und da draußen sind dann nochmal die Beleuchter. Eine Besonderheit bei unserem Dreh ist, dass wir eben nicht nur in der Wohnung drehen, sondern teilweise auch im Treppenhaus vor der Wohnung und vor anderen Wohnungen, vor Türen, was echt total schwierig ist, weil es noch mal enger ist als die Wohnung selbst. Und in dem Haus, ja, dieses Haus ist auch ein wirklich belebtes Haus, das heißt, hier wohnen Nachbarn. Man versucht, glaube ich, so als Team viel zu bedenken und zu berücksichtigen und Leuten nicht auf den Wecker zu fallen, aber es passiert. Und ich glaube, allein, dass wir jetzt hier 4 Wochen in dieser Wohnung und diesem Haus drehen, ist für die Leute einfach anstrengend. Es ist für alle anstrengend, aber gleichzeitig kommt ja auch was Schönes raus dabei. Danke. Das ist die 11A1. Das ist ein Schnapslach auf den Ton, weil es eine Moss ist. Und so wie neulich beim Bergfest ist es immer wieder wichtig für ein Team zu feiern. Zum Beispiel gibt es die Schnapsklappen. Und wer nicht weiß, was das ist, das ist zum Beispiel sowas, wo man dreht 111, 1 die erste oder 22, 2 die zweite. Da wird immer die Schnapsklappe geschlagen auf irgendjemanden. Und diese Departments müssen dann irgendwie am Abend oder 2 Tage später, 3 Tage später irgendwas ausrichten, irgendwie was zum Essen, zum Ringen besorgen. Irgendeinen Spaß fürs Team, wo man zusammensitzt und sozusagen auch privat ein bisschen Zeit miteinander verbringt. Und jetzt kommen wieder alle und wir machen weiter. Tschüss.
So, das war also die dritte Drehwoche von Homesick. Hinter mir werden die Lampen abgeschaltet. Ich werde mich jetzt auch langsam abschalten und ins Bettchen gehen, weil morgen ist ein anstrengender Drehtag. Es geht weiter. Nächstes Mal sehen wir uns wieder bei der vierten und letzten Drehwoche. Bis dann. Adios.